Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Invictus Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Invictus von Fahrt, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist das zweite Album von Fahrt. Und das erste Album, das es damals als Box von ihm gab. Wir haben hier, wie damals so üblich, eine schlichte braune Kartonbox. Also wirklich von allen Seiten hier diesem schlichten Braun. Und auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir dann hier einen Sticker. Hier haben wir einmal Fahrt, dann lesen wir hier Invictus darunter, Power Edition plus limitiertes Shirt. Barcode und die Beteiligten darunter. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein. Der Boxdeckel geht hier auf, ist dann aufzuklappen. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal das Album an sich. Und dann haben wir hier das Shirt. Mehr ist hier nicht drin. Es sind tatsächlich diese beiden Inhalte hier in der Box. Also das Album in der Power Edition. Plus eben das Shirt. Packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem das Album noch in Folie ist, werden wir das hier mal aus der Folie befreien. So. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case, das Cover dann in Weiß und Rot. Ruhrpott illegal präsentiert, also das Label von Fahrt. Dann lesen wir hier Fahrt Invictus und in diesen Buchstaben haben wir dann nochmals Fahrt in dieser Pose, also sitzend mit den verschränkten Händen. Power Edition, so nennt sich das Ganze. Es gab dann auch die Premium Edition und diese Power Edition, die wir hier haben, die gab es wirklich nur in der Box. So, das Ganze hier an der Seite weiß mit Code Rouge. Dann lesen wir hier Fahrt Invictus Power Edition. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks auf CD1 und auf CD2 haben wir noch 6 Bonustracks plus Bonusmaterial. So, auf CD1 haben wir ein Feature von Snagger. Und auf Disc 2 haben wir dann noch Features von Farid Bang, Summer Jam und Mo Phoenix. Also insgesamt 4 Features auf diese 22 Tracks verteilt. Die Beteiligten plus ein Barcode finden wir hier unten. Und dann schauen wir mal hinein. So, als erstes kommen wir zum Booklet, wenn es rausgeht. Jawohl. So, was haben wir hier? Wir haben hier Efna Sisi und neben ihm am Fahrersitz hier eine junge Frau, die den Wagen hier scheinbar lenkt. Dann haben wir die gesamte Tracklist inklusive der Infos, wer hier beteiligt war. Also, wer hat das Ganze geschrieben, von wem stammt der Beat, von wem kommen die Cuts. All das kann man hier nachlesen, ebenso wie für die Bonustracks. Und hier lesen wir dann noch plus Bonusmaterial DVD-Inhalt. Okay. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Und dann haben wir hier Fotos von Merchandise. Also scheinbar gab es damals von Fahrt diese Shirts zu kaufen. Und diese Frau hier, die wir auch schon von diesem einen Foto hier kennen, die dürfte hier Model gewesen sein, um diesen Merch entsprechend zu präsentieren. Zum Abschluss nochmal ein Foto von Fahrt im Hemd. Dann packen wir das Booklet mal wieder zurück und kommen zur CD. CD 1, so sieht die aus. In Rot und Weiß, Power Edition lesen wir hier. Ansonsten hier so rot und weiße Ornamente. So sieht dann die CD aus. Und auf der Rückseite haben wir dann
CD Nummer 2, die Bonus-Disc, die ist dann hier in schwarz-weiß. Wie gesagt, hier haben wir die Bonus-Tracks plus Bonus-Material drauf. Und hier hinten nochmal groß das Logo von Ruhrpott Illegal. So, das war's zur CD. Und als zweiten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Das Shirt ist ganz schlicht und klassisch gehalten, und zwar in weiß und schwarz. Also weißes Shirt mit schwarzem Aufdruck. Wir lesen hier wieder die beiden Worte Fahrt und Invictus. Auf der Rückseite ist hier nichts weiter zu sehen, also kein Neckprint oder dergleichen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, plus das Album mit der Bonus-CD und dem Bonusmaterial auf der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Invictus von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!